Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Es ist noch früh am Morgen, meine Stimme ist etwas tiefer als sonst. Aber so ist das halt, am frühen Morgen. So, wir wollten hier unbedingt Kupfer abbauen, aber irgendein Troll kam uns in die Quere. Jetzt ist die Frage, wo ist der wieder hingerannt? Wir kommen wahrscheinlich nicht an das Kupfer ran, ohne den wieder anzulocken. Was mich ein bisschen ärgert, weil das war eigentlich eine ganz große und schöne Kupferquelle. Ich sehe ihn aber auch nicht. Wir laufen einfach nochmal hin. Und wenn er doch wieder da ist, dann rennen wir halt wieder weg und suchen uns eine andere Stelle zum Kupfer abbauen. Also ich habe mir nochmal ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe geträumt heute Nacht von Seeschlangen. Und ich muss sagen, wir machen das jetzt so wie geplant. Wir bauen uns erstmal so viel Kupfer ab wie möglich. Wo ist denn der Kleine? Also ich sehe ihn gerade gar nicht mehr. Bin jetzt echt vorsichtig, ne? Mit so einer schlechten Rüstung spielt sich das Spiel gleich wieder ganz anders. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass wir am Anfang immer so ängstlich unterwegs waren. Das waren wir, glaube ich, nicht, weil einfach sehr wenige Trolle unterwegs waren. Aber zurzeit zeigt das Spiel wirklich mal sich von seiner bösen Seite. Ja, also wir bauen jetzt erstmal genügend Kupfer ab, dass wir uns eine Kupferrüstung, ein Kupferschwert und ein Kupfer-Bronzeschild. Kupfer, genau. Also ihr wisst schon, was ich meine. Natürlich Bronzeschwert, Bronzerüstung. Ah, da kommt er wieder. Der kleine Racker. Komm, einmal schaffen wir noch. Dann habe ich kaum noch Ausdauer, um wegzurennen. War nicht so geil. Nein, ein Schlag hat gefehlt. Ist ja gut. Gut, also wir müssen uns doch eine andere Stelle suchen. 195 Kilo, 13 Stück haben wir zusammen. Ah, hier war halt auch noch so viel Kupfer. Wir haben halt leider keinen Bogen. Also, ich möchte eine komplette Bronzerüstung. Ich hätte gern ein Bronzeschwert und vor allem ein Schild. Weil mit dem Bronzeschild sind wir ja auch am Anfang eigentlich ganz gut gefahren im Sumpf. Sag mal, das ist aber schnell jetzt. Ist doch gut. Wenn wir das haben, machen wir uns dann auf den Weg. Ich zeige euch gleich nochmal, wo ich lang möchte. Ich hatte es letzte Folge schon mal gezeigt. Gerade ist nur ein bisschen schwierig. Ohne Bogen können wir halt einfach nichts gegen den ausrichten. Das ist echt schade. Es wird nur Stein sein hier. Jupp. Da vorne auch. Ach, jetzt habe ich keine Ausdauer. Sag mal, wie lange kommt der uns denn hinterher? Ist doch mal gut jetzt. Warum kämpfen die eigentlich nicht gegeneinander? Irgendwie sind das alles Kumpels hier. So, das wird eine Holzröhle sein. Der schöne Versprecher in einer der letzten Folgen. Ja, ist ja gut. Ich weiß gar nicht, was macht denn die Axt? Oh Gott. Guck mal, da sind wir doch unbewaffnet stärker, oder? Was ziehen die uns ab? 2 Schaden, so ein Stufe 1 Typ. Geht ja noch. Ja, sobald wir mal eine Sekunde Ruhe haben und nicht belästigt werden. Ah, hier haben wir Kupfer. Geil, das Kupfer möchte ich. Dann müssen wir uns jetzt doch mal um die Kollegen hier kümmern. Ah, ich glaube, wir sollten trotzdem mal mit Schild arbeiten. Was ist denn mit der Ausdauer los? Gib doch mal ein bisschen. Den kann ich nicht zuschlagen. Wir haben noch so einen riesen Ausdauerbalken. Warum? Die Regeneration ist halt echt mager, ne? Muss man sich echt eigentlich dauerhaft so ein Met reinziehen. Na komm. Das Blockieren kostet so verdammt viel. Weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir so ein schlechtes Schild haben. Ich glaube, mit einem besseren Schild verbraucht es weniger Ausdauer, ne? Mann, Mann, Mann. Das wären mit anderen Waffen ein Schlag gewesen. Okay, jetzt ist er unten. Können wir erstmal in Ruhe Nase krabbeln. Weiter abbauen. Ja, deine Steine kannst du werfen, das interessiert mich recht wenig. Ach, komm her. So, wir haben's.
also, haben wir jetzt mal kurz Ruhe? Danke. Wir basteln uns alles zusammen, dann teleportieren wir uns wieder hier zu dem Portal, laufen hier hoch, machen das Stück mit dem Floß bis hier rüber. Ach, es gibt's doch nicht. Wieder zwei. Da kommt der nächste Troll. Kann man überhaupt noch irgendwo Kupfer abbauen? Also wirklich, was? Haben die hier mehr Trolle reingepatcht? Das kann doch nicht sein. Wir sehen mittlerweile alle zwei Minuten einen Troll. Kann ja auch nicht derselbe sein. Der kam ja aus der Richtung hier. Dann bauen wir das Kupfer hier ab. Wäre eigentlich mal eine Maßnahme. Gut, also wir müssen uns irgendwie eine andere Stelle suchen. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, hier alle zwei Minuten vor einem Troll wegzurennen. Das nervt etwas. Wir sind sowieso fast voll. 16 Kupfer haben wir schon. Können wir alles schon mal in den Schmelzofen hauen und dann gucken wir mal woanders hin. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr weiter. Ja. Und der Troll kommt weiterhin. Natürlich. Ja, die müssen hier mehr Trolle reingepatcht haben. Anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Oder die haben einfach einen größeren Radius bekommen, in dem die uns sehen. Eins von beiden. War das hier das Kupfer? War das Kupfer? Müssen wir uns erstmal noch fix um den kümmern, aber ich sehe zumindest gerade nicht den Troll von hier. Ich hoffe, er überrascht uns nicht gleich. Komm schon, ein Schlag noch. Da kommt der nächste. Ja, das ist echt ein ganz schöner Krampf, ne? Ansonsten war das ein Schlag, die haben einen eigentlich gar nicht interessiert, aber jetzt mit der Ausrüstung ist das halt echt ganz schön nervig, was die hier mit uns veranstalten. Hör doch, ach scheiße, ich wusste es. Ah, oh Gott, schaut mal, was da alles wartet. Also hier nachts mit der Rüstung und der Waffe im dunklen Wald. Ah, ich habe keine Ausdauer. Wir müssen hier ganz schnell weg. Eigentlich hätte ich mal fix ins Portal unten rennen können, aber ich habe ein bisschen Angst, wenn ich die dahin locke, dass die unser Portal dann zerstören. Kann ja halt auch sein. Ja, wenn wir dann mal wieder eine Sekunde Ruhe haben sollten, dann zeige ich euch nochmal ganz kurz den Plan, aber ich denke, so könnte es was werden. Der letzte Versuch war natürlich irgendwie ein bisschen doof, aber ich wollte es halt gerne hinkriegen, ohne vorher hier erst das zu machen, was wir jetzt leider machen müssen. Ich hatte halt gedacht, wir kriegen das vielleicht auch irgendwie mit genügend Köpfchen und Planung mit der Trolllederrüstung hin. Aber das konntest du natürlich komplett vergessen. Ein Versuch war es wert, hat nicht geklappt, deshalb jetzt so. Aber es ist auch prinzipiell nicht so verkehrt, weil die Sache ist, unsere Kupferrüstung, die wir haben, liegt ja irgendwo hier. Die ist ja mitten auf dem Meer kaputt gegangen oder verloren gegangen, als uns die Seeschlange das zweite Mal angriff. Das heißt, so verkehrt ist das gar nicht, wenn wir uns jetzt nochmal eine schmieden, weil das wird nicht der letzte Tod gewesen sein. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Hey Odin, schon wieder. Das ist früher auch nicht so oft passiert. Also irgendwas hat sich verändert. Ja, wenn wir uns jetzt nochmal eine herstellen, dann haben wir dann zumindest noch eine zweite Rüstung für den Fall der Fälle. Dass wir mal wieder sterben. Ist also auch gar nicht mal so schlecht. Wir könnten halt bloß mal gucken. Wir sind ja... Ach man, immer wenn ich auf die Karte gucke. Na komm her. Ich schaff's nicht mal mehr, ein Wildschwein zu besiegen, weil die Ausdauer nicht reicht. Vielen Dank. So, wo komme ich denn jetzt am besten hier rüber? Ich war lange nicht mehr draußen, seitdem wir das neu gebaut haben. Wir müssen eigentlich einmal drumherum. Oder dort von der Ecke. Vielleicht schaffen wir es rüber zu springen. So, was wollte ich denn gerade zeigen? Naja, also, zum Händler teleportieren, wieder das Stück hier rüber. Hier kommt auf jeden Fall keine Seeschlange. Dann das kleine Stück hier rüber. Das ist alles dunkler Wald. Und dann halt wirklich von hier oder hier ganz schnell hier rüber. In der Hoffnung hier, die Seeschlange von hier kommt nicht straight hier rüber. Aber dann sollten wir es schaffen. Mit Bronzerüstung, Schild können wir uns auch gegen die Sumpfbewohner wehren. Sollten die also hier vernichtet kriegen, dass wir in aller Ruhe erstmal hier bleiben können. Unser Zeug liegt irgendwo hier. Also hier oder hier.
Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie, die Seeschlange anzulocken. Dass wir hier auf dem Festland stehen können und die hier drumrum schwirrt. Das hatten wir ja hier schon. Die war ja auch die ganze Zeit an der Insel. Dass wir die vom Festland aus einfach schön mit Pfeilen abschießen können. Weil dann haben wir einfach einen um einiges kürzeren Heimweg. Weil dann könnten wir einfach straight wieder hier rüber. Ich weiß halt nicht, inwiefern die nachspawnen. Prinzipiell wäre es aber auch nicht verkehrt, sich nochmal genügend Zeug für ein Portal mitzunehmen. Dass wir uns hier ein Portal hinstellen. Wir uns dann einfach schnell nach Hause teleportieren. Dann bleibt halt das Boot oben. Aber bevor wir es dann riskieren, dass noch eine Seeschlange kommt, den ganzen Spaß nochmal von vorne machen müssen, ich weiß nicht. Vielleicht wäre das schlauer. Muss ich mir mal noch überlegen. So, wir packen überall 8 Stück rein. Kohle ist, glaube ich, gar nicht mehr drin. Doch, hier ist noch ein bisschen. Hier ist auch noch. Ich weiß nicht, aber ich glaube, Kupfer hat um einiges weniger Kohle verbraucht als Eisen. Vielleicht reicht's ja. Dann müssen wir jetzt nochmal Inventar leer machen. So, wir haben noch schöne Früchte. Bei Zutaten, ach, wir hatten so viel Disteln, das müssen wir uns, eigentlich müssen wir das da hinten auch wiederholen. Da haben wir keine andere Wahl. Also der dritte Tod. Wir hatten da so viel Zeug gesammelt. Nee, das war nicht bei Wertvolles, das war bei Sonstiges. So, noch etwas Fleisch hier rein. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Bärenmarmelade. Das Harz können wir hier in den Fackeln verteilen. Und ein kleines bisschen Holz hatten wir noch. Gut, dann sieht das erstmal soweit wieder ganz okay aus. Wird es jetzt dunkel oder hell? Ich glaube, wir legen uns jetzt einfach nochmal eine Runde pennen. Kohle müssten wir auch noch genügend haben, ne? Ja, wir nehmen mal, was passt da jeweils rein? 20 pro Dings? Ich glaube, ne? Wenn wir alle 38 nehmen. Machen dann die beiden Teile nochmal voll. Und dann gehen wir nochmal auf Kupferjagd. Wir können gleich mal zusammenrechnen, was das jetzt alles kosten wird. Wie gesagt, Stufe 1 sollte ja auch reichen. Hauptsache, wir schaffen es mal 2-3 Trogger wegzukloppen. Eigentlich auch nicht so der riesen Akt. Und wir müssen auf jeden Fall auch mit Giftwiderstand mitnehmen. Generell auch ein paar andere leckere Getränke zur Gesundheits- und Ausdauerregeneration. Genau, 20 passen rein. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Tastenkombi gibt, dass man sagen kann, hau so viel rein wie möglich. Mit Steuerung und E oder so. Wollte ich eigentlich mal auch noch ausprobieren. Okay, also hat irgendwie doch schon ganz schön viel gefressen. Dann ist das jetzt eben so. Lasst mal schauen. Wir brauchen bronzener Brustpanzer. 5 Bronze. 5 Bronze. Was haben wir noch? Den Helm. Also das kostet alles 5 Bronze. Und wo haben wir das Schwert? Kupfermesser. Wir könnten auch über den Streitkolben nachdenken, weil wir haben die Schlagwaffen prinzipiell höher trainiert als Schwert mittlerweile. Macht eventuell mehr Sinn, 8 Bronze. Also dreimal Rüstung 15. Plus das sind wir bei 23 Bronze. Das heißt, ach du Scheiße, wir brauchen 46 Kupfer. Und 23 Zinn. Nicht ganz, ein bisschen was haben wir, glaube ich, noch. Ja, wir haben auch nicht genügend Zinn. Na, Zinn ist nicht so das Problem. Gut, dann sammeln wir es nochmal ein und suchen uns mal einen anderen Spot. Wird wahrscheinlich 1-2 Folgen dauern, aber wir können es leider nicht ändern. Ich möchte auf jeden Fall jetzt nicht nochmal zu unvorbereitet dahin gehen und noch einen Tod riskieren. So langsam nervt es nämlich auch ein bisschen. So. Wo können wir denn mal hin? Ich würde sagen, wir machen uns zur alten Basis und gehen dort mal schauen. Einerseits, wir können mal schauen, ob wir da noch was haben, aber ich glaube nicht. Ich dachte nämlich an dem Tag, wo der Mod dann funktioniert hat, haben wir uns alles mit rüber geholt, was ging. Erze leer. Metall leer, ich wusste es.
Dann haben wir hier noch Werkzeug oder Waffen. Nicht gut. Rüstung. Lederklumpen. Ach, schaut mal, wir hätten auf jeden Fall noch ein paar Feuersteinäxte gehabt. Aber das war's halt auch. Na gut, zumindest ein Stufe 3 Bauhammer. Den würde ich schon mal mitnehmen. Und die Axt können wir... Das ist eine normale Steinaxt. Ja, die ist ein bisschen besseren Zustand. Das war's aber leider auch. Ansonsten ist hier echt nicht mehr so viel, ne? Nö. So, dunkler Wald ist hier hinten. Ich weiß halt nicht, wie viel wir da schon abgebaut haben. War ja unser erster Kontakt mit dem dunklen Wald, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, da haben wir auch alles Mögliche an Kupfer rangeholt. Mal schauen, ob wir noch was finden oder nicht ansonsten. Na gut, da oben hatte ich mir was markiert. Hier ist ein Portal. Warum habe ich es Portal genannt? Ja, gute Frage. Wir können ja mal hinschauen. Ein Portal vermisse ich ja eh noch. Könnte sein, dass das hier oben war. Müssen wir da mal schauen. Wäre cool, wenn wir eins finden. Dann könnten wir uns zurück teleportieren. Also jetzt noch nicht. Müssen wir erstmal eins wieder freimachen. Obwohl das andere ja... Doch, das andere, was wir gerade eben gesehen haben, wo der Troll uns angegriffen hat, das ist nicht verbunden. Wenn wir die beiden connecten, können wir uns zumindest schon mal in die Nähe unserer Basis teleportieren. Wäre prinzipiell nicht verkehrt. Aber es ist irgendwie auch mal wieder schön, ein bisschen Kupfer zu sammeln. Erinnert so an die Anfangszeit. Das kommt mir irgendwie gar nicht so lange her vor, aber eigentlich ist es schon verdammt lange her. Es kommt mir gar nicht so lange her vor. Deutsch ist auch wieder... Eine Deutschlehrerin würde mir links und rechts eine verpassen. Lass die Blaubeeren jetzt mal Blaubeeren sein. Hört doch schon wieder irgendwas. Weh, hier ist schon wieder ein Troll. Wir schauen mal zum Portal. Jetzt sind wir auch schon ein bisschen im dunklen Wald drin. Das heißt, Kupfer wird nicht mehr so weit entfernt sein. Bin ich mal gespannt, warum ich mir da Portal markiert habe. So, jetzt nehme ich sie doch mit. Wenn wir mal statt dem Honig reinhauen... Immer noch so eine leckere Frucht. Eine leckere Himbeere. Ja, wir haben hier wirklich ein Portal stehen. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich irgendwann mal verloren. Tatsächlich. Geil. Ich hatte es mir anscheinend doch markiert, aber es heißt Dunkelwald. Ach, komm doch her. Dann würde ich mal sagen, wir bauen das ab. Suchen uns eine schöne Kupferquelle und bauen das da wieder hin, verbinden das mit dem anderen. Dann können wir uns zumindest relativ schnell... Der nächste... Es kann doch nicht mehr sein. Was ist denn nur los mit dem Spiel? Irgendwie buggt der. Ah, er buggt nicht mehr. Es war doch früher nicht so. Jetzt hat man einmal keinen Bogen mehr und wird von Trollen überrannt. Das kann echt nicht wahr sein. Wir können ja hier mal noch ein bisschen Zinn abbauen. Brauchen wir ja auch. Weiß nicht, inwiefern der Troll noch geil ist auf uns. Ich glaube, der war nicht so aggro wie der andere. Sieht zumindest erstmal ganz gut aus. Ja, Folge ist leider schon wieder fast rum. Wird schon noch ein kleines bisschen dauern, aber das können wir nicht ändern. Wir sammeln jetzt noch fleißig Kupfer und Zinn. Geil, der World Safe. Ah ne, war nicht der World Safe, lag am Wasser. Aber wir werden das schon... Ach klar, noch ein Berserker. Oh Gott, auf den habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust. Oh, geh weg. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg.
Müssen wir doch noch mal ein Stückchen rennen, bevor wir die Folge beenden. Weil die bleiben wieder Ewigkeiten an uns dran. Ich glaube, da macht Kämpfen schon fast mehr Sinn. Ja, wir müssen kämpfen. Komm, die machen wir noch zu Ende und dann ist Schluss hier. Oh Gott, ich mache ja fast gar keinen Schaden. Wir müssen hier richtig taktisch vorgehen, ne? Verdammt, 11 Schaden bekommen. Wir müssen halt immer auf die Ausdauer achten. Dann kommen nämlich schon wieder die nächsten. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinrennen soll. Wir sind einfach sogar zu schlecht für den dunklen Wald. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir müssen halt erstmal nur den Berserker irgendwie wegkriegen. Jetzt haben wir ihn. Bam. Ja, ich glaube fast, wir machen uns den Bronx einen Streitkolben. Komm. So. Ja, und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.